ich bin von Berlin hierher gefahren. Super, am liebsten möchte ich das Auto gar nicht mehr einliefern. Das ist so schön, so ein Sechszylinder, der läuft so ruhig, 200, peng. Das ist also ein 200er Mercedes Lang, Baujahr 1935. Weiter rechts. Rechts. Stopp! Er lenkt falsch. Ja, das Auto ist falsch geladen worden. Und da ist Benzin in den Motorraum gekommen und da gab es einen Funken. Das ist bei einem Vergasermotor, kann sowas schnell passieren. Mein Herz schlägt hier ganz großartig, weil wir haben 17 Mercedes-Fahrzeuge in der Auktion von insgesamt 63 Fahrzeugen. Und da ich mein ganzes Leben lang für Daimler, für Mercedes gearbeitet habe. Die Auktionen bei Oldtimer ist natürlich was ganz Spezielles, ist nicht zu vergleichen mit einem Neuwagen. Letztlich ist das, was wir hier sehen, automobile Kunst, die Jahre überdauert hat, die noch viele, viele Jahre Spaß machen wird. Und so ist die Idee gekommen und dafür haben wir Hamburg als ersten Standort identifiziert, weil Hamburg die Oldtimer City in Deutschland ist. 120.000 zum ersten, 120.000 zum zweiten. Ihr habt jetzt schon den Puls, gell? 120 zum ersten, 120.000 zum zweiten und 120.000 Euro zum